Hallo, mein Name ist Walter Hahn. Ich bin der Head Coach in der Wrestling Academy hier in Essen. Ich bin seit 10 Jahren Profi-Wrestler und seit circa 7 Jahren für WXW aktiv. Also ich bin inhaltlich verantwortlich für das Training. Es gibt noch 3 weitere Trainer, also 3 bis 4, je nachdem, wer Zeit hat. Das Anfängertraining wird dann aber großteils von Tommy Blunt, Chase Gillett, Kim Ray und Carsten Beck übernommen und ich kümmere mich fast nur um die Fortgeschrittenen. Bei den Anfängern geht es halt mehr darum, dass die Basis vermittelt bekommen. Und da wird noch weniger ins Detail gegangen und bei den Fortgeschrittenen wird halt dann klar Richtung Debüt hingearbeitet. Ne? Was man beachten muss, was viele unterschätzen, ist halt diese körperliche Belastung. Also viele Leute denken, ach, Wrestling, ja, easy. Also sie sollen ein Training mitmachen, danach tut dir alles weh. Also alleine die Fallschule, die du in den ersten Monaten mitmachst, ist so anstrengend, dass manche schon da nach 10 Minuten aufgeben müssen. Also die erste Überraschung war das Training als solches. Wir hatten das erste Training, wo ich gemacht habe, das berühmt-berüchtigte Kartenspiel. Das heißt, es gibt ein ganz normales Kartenspiel in Pokergröße, wo jedes Symbol eine Übung ist. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Kreuz sind Liegestütze, Pik sind Burpees, Karo sind Kniebeuge und Herz sind Sit-Ups. Und die werden dann nach und nach abgearbeitet. Und beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, boah, ich dachte, ich sterbe, ey. Das war richtig heftig. Aber dann die nächsten Male, als wir das gemacht haben, weil das machen wir öfters, weil das ein super cooles Training ist, wurde es immer besser und es macht mir mittlerweile sogar richtig Spaß, gehört zu meinen Lieblingsübungen sogar mittlerweile. Also ich glaube, unser Angebot, was wir hier haben, das ist unschlagbar. Ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit ziemlich. Also zu dem Preis, solche Möglichkeiten zu haben wie bei uns, ist schon ziemlich einzigartig. Es ist super, dass man hier Matten hat, wo man auch Conditioning machen kann. Man kann hier Krafttraining machen, man kann im Ring trainieren und man hat einfach die ganzen Trainingsmöglichkeiten. Man kann alleine hier hinkommen und auf den Matten ein bisschen für sich was machen oder eben dann abends in den Trainingsgruppen. Also ich bin, wie gesagt, schon Student und bin deswegen auch eher flexibler als andere Leute und kann Walter zum Beispiel auch fragen, ja, ist jemand in der Academy da, der Lust hat auf Training? Und dann kann ich um 10 Uhr morgens trainieren gehen, was auch undenkbar wäre vor 2 Jahren. Wir haben regelmäßig Leute da mit internationaler Erfahrung. Die Leute, die dann Zeit haben, die mit einsteigen wollen, die können das einfach wahrnehmen. Und da steht keiner mit der offenen Hand da und sagt, jetzt wollen wir aber extra Geld haben dafür. Das ist einfach den Service, den wir unseren Leuten bieten wollen, dass sie so viel Wissen wie möglich hier aufsaugen können. Ne? Generell haben wir schon sehr gute Trainer hier, aber es ist immer schön, andere Meinungen zu hören, vor allem von internationalen Stars, die die Welt schon bereist haben und sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Und natürlich, die haben Techniken und Wege, einem Sachen beizubringen. Die hätte ich so nie für möglich gehalten und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Es gibt ja Leute, die kommen hierher und wollen Wrestler werden. Es gibt aber Leute, die kommen nur hierher, weil sie sich quasi fit halten wollen in dem Umfeld, was sie gut finden. Die verbessern ihre körperliche Fitness, ihre Kraft, ihre Ausdauer. Die lernen, aus sich herauszukommen. Auch für die Anfänger schon gibt es eine Promo-Class, wo sie einfach lernen, vor einer Gruppe von Menschen offen zu sprechen. Viele von denen, die zu uns gekommen sind, die waren da sehr schüchtern am Anfang, was das angeht. Und mittlerweile haben die überhaupt keine Probleme, aus sich herauszukommen und vor einer Gruppe zu reden, was natürlich auch im privaten Leben viel weiterhilft. Ne? Wir sind aber gerade dabei, ein separates Apartment anzumieten, um 2 Schlafplätze aufzustocken. Wir haben halt wirklich Schlafmöglichkeiten hier. Und das ermöglicht halt gerade den Leuten, die von weiter weg kommen und sagen, ich will Wrestling lernen, bei mir in der Gegend gibt es aber nichts, denen ermöglicht das eben trotzdem hierher zu kommen und
alles einfach abzuwickeln, das ist alles auf einen Schlag. Ich komme hierher und ich kann bei WXW quasi einen Monatsaufenthalt buchen und ich brauche mich dann um nichts mehr kümmern, außer um die An- und Abreise. Ne? Ja, Leute, die mit dem Gedanken spielen, Wrestler zu werden, also ihr sollt nicht denken, dass es lächerlich ist, dass es einfach nur ein Traum ist, sondern einfach machen. Einfach hier hinkommen, ausprobieren. Es kann jeder hier hinkommen, der möchte. Es ist nicht wichtig, wo du herkommst, es ist wichtig, wer du werden willst und was du erreichen willst. Das ist wichtig und das finde ich richtig gut. Ich bin auch jemand, ich werde teilweise durch meine Klamotten diskriminiert, weil ich noch Baggies trage und sowas alles und ein bisschen in Hip-Hop-Outfits. Aber hier ist das überhaupt kein Thema. Hier kann jeder hinkommen. Jeder, der möchte, kann hier hinkommen. Hier ist für jeden die Tür offen und das finde ich richtig gut. Das Ding ist halt, dass viele denken, ja, ich will es doch nicht machen, ich traue mich doch nicht. Und vielleicht auch vor unseren Trainern zu viel Respekt haben und deshalb nicht zum Training kommen wollen. Aber das Ding ist halt, Walter ist so kompetent und auch menschlich so freundlich, dass man bei ihm Fehler machen darf. Und dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, weil daraus lernt man ja. Okay.